In Power Mill 2015 wurde im 5-Achs-Simultanbereich eine neue Möglichkeit eingebunden, um unerwünschte Achsdrehungen zu verhindern, die beispielsweise entstehen können, wenn, wie hier dargestellt, die Werkzeugachse durch die Drehachse des Rundtisches, was hier die C-Achse ist, geht. In diesem Fall spricht man von einer sogenannten Singularität, die zu einer ungewünschten Drehbewegung führen kann. Sieht in der Praxis wie folgt aus. Hierzu schalten wir einfach mal unseren Monitor ein, wie sich unsere C-Achse bewegen wird. Und wir schauen einfach mal, was passiert, wenn unser Werkzeug senkrecht steht, sprich parallel zur Drehachse des Tisches. Hier sieht man eindeutig, dass der Tisch sich um 180 Grad gedreht hat, was immer wieder passieren wird, weil das Werkzeug genau durch die Achse geht. Was in der Praxis dazu führt, dass eine Macke im Werkstück zu sehen ist und eben die Maschine unnütz durch die Gegend dreht. Wieder in die andere Richtung. Deswegen gibt es jetzt die Möglichkeit für den Anwender auf Achsbewegungen Einfluss zu nehmen. Hierzu öffnen wir einfach mal einen neuen Fräsweg und schauen uns die Möglichkeiten an, die uns hier gegeben wurden. Unter dem Bereich Werkzeugmaschine konnten Sie bereits in anderen Versionen eine Werkzeugmaschine, die ins Projekt eingeladen wurde, anwählen. Jetzt gibt es zusätzliche Möglichkeiten, nämlich zum einen möchten Sie, dass die Kinematik, sprich in diesem Fall eine Tisch-Tisch-Maschine, zum Berechnen des Fräsweges berücksichtigt wird, und mit diesem Haken sagen Sie: Bitte Power Mill, versuche unnötige Drehbewegungen zu vermeiden, indem du deinen Fräsweg so berechnest, dass keine Singularität entsteht. Diesen Fräsweg möchten wir jetzt auch simulieren und zeigen Ihnen an der Stelle, dass eben keine unnötige Drehbewegung in C mehr geschieht.